Du lieber Himmel. Die Milch. Ah, hier. Seid ihr schon länger da? Also heute passt mir das so gar nicht. Ihr seht ja, was ich hier alles zu tun habe. Und wenn ich damit fertig bin, muss ich draußen noch im Garten umgraben. Ja, ihr könntet also eigentlich gleich wieder abschalten. Ja, genau. Löwenzahn fällt heute aus. Wegen Hausputz. Hallo! Peter! Na? Was denn? Peter? Ist niemand da? Ha, auch das noch. Besuch, die Tante Elli. Ausgerechnet heute musst du hier aufkursen. Ach, du bist ja doch zu Hause. Was ist denn hier los? Irgendeine Hausputz, Tante Elli, Hausputz. Komm nicht rein, ich muss noch wischen. Ach, mach dir keine Mühe. Lauf. Ich will dir nur was zeigen. Ah. Hier in dem Musterbuch. Sag mal, wie findest du diese Tapete? Ja. Naja, ja. Bisschen vornehm, nicht? Ja, habe ich mir ausgesucht. Ja. Weißt du, ich will doch mein Wohnzimmer neu tapezieren, nicht? Ja. Da habe ich mir gedacht, ob du mir ein bisschen dabei hilfst. Oh, Tante Elli, da hast du dir aber einen ganz falschen Moment ausgesucht. Das tut mir leid. Du siehst ja, wie es hier aussieht. Und den Garten muss ich auch noch umgraben. Ja, ja, ich sehe. Vor allen Dingen sehe ich, dass hier ja eine richtige Schlamperwirtschaft herrscht. Das reinste Tohuwabohu. Sag mal, warum schaffst du dir eigentlich nicht ein paar Haushaltsgeräte an? Dann hättest du vielleicht ein bisschen mehr Zeit für deine lieben Mitmenschen. Von Haushaltsführung hast du wohl noch nie was gehört. Eine Waschmaschine, ein Automatikherd, eine Spülmaschine. Ja, da kann ich mir ja gleich einen Roboter kaufen. Nee. Sag mal, könntest du mir nicht vielleicht ein bisschen helfen? Hm? Also das ist doch die Höhe. Für mich hast du keine Zeit und ich soll gleich hier mit anpacken? Ja. Ich bin auch kein Roboter. Hm. Wenn man den schon mal um was bittet. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich bin auch kein Roboter. Du bist schon ein Roboter. Bin ich nicht. Bin doch nicht doof. Ach, nun sei doch nicht gleich beleidigt. Schließlich gehörst du zu einer großen, angesehenen Familie. Ja, hier. Staubsauger. Oder Kaffeemaschinen. Oder Waschmaschinen. Oder Spülmaschinen. Das sind doch auch alles Roboter. Kleine Diener, die alle was Spezielles können. Ne? Wäsche waschen oder Geschirr spülen oder Kaffee kochen. Ja. Nur die alle hier in meiner Küche? Das passt ja gar nicht in den Bauraum. Außerdem verbraucht es zu viel Strom. Nee. Man müsste. Ja, die Idee vorhin war gar nicht so schlecht. Man müsste einen Roboter haben. Hm? Einen, der alles kann. Geschirr spülen, Wäsche waschen, Kaffee kochen und einen Garten umgraben. Wie ein Mensch eben. Man müsste einen künstlichen Menschen haben. Ja, die Idee ist aber nicht neu. Diese Pianistin hier ist nämlich gar keine. Das ist ein Roboter. Und dieser Schreiber hier, der ist auch nicht ganz echt. Eine schöne Schrift hat er ja, aber es ist ein Automat und sehr alt, gebaut von Schweizer Uhrmachern. Für meine Küche wäre sie wohl nicht ganz das Richtige. Ich bin ein Automat. Tja. Hübsch, ne? Diese alten Automatenmenschen. Aber mein Roboter, der muss mehr können als nur Klavier spielen oder Briefe schreiben. Nee, der soll ja zum Beispiel Geschirr spülen können. Dazu braucht er schon mal eine Greifhand. So, die hängt ja nun nicht so in der Luft. Die braucht einen Arm, ja? Und der Arm wiederum ist befestigt an einem Körper. Ja, vielleicht. So, nun würde ich sagen, er soll zwei Arme kriegen. Denn er muss ja beispielsweise nochmal die Wäsche aufhängen können. Ja. So. Mhm. Ja. Dann braucht er noch zwei Beine.
Beispielsweise zum Garten umgraben, ja. Zwei Beine, ja. Sehr hübsch. Ja, aber irgendwas fehlt noch. Ah, der Kopf, natürlich. So ein Roboter kann ja nicht blind durch die Gegend latschen. Er braucht zwei Augen, ja. Und die Augen sind in einem Kopf. Ja, so. Jetzt noch eine rote Nase. Ja. Und oben eine Antenne für die Fernbedienung. Ja. Fertig. Sehr schön. Und irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gesehen, aber wo? Natürlich. In diesem Laden. Was wünschen Sie bitte? Ich möchte einen Roboter kaufen. Der müsste ungefähr so aussehen wie der hier. Das Modell führen wir leider nicht. Ich kann Ihnen etwas anderes zeigen. Wie alt ist denn das Kind? Wieso Kind? Der ist für mich. Wie wäre es denn mit diesem Modell? Nein, nein, kein Auto, ein Roboter. Warten Sie es ab. Mit ein paar Handgriffen wird aus diesem naturgetreuen Auto... Sehen Sie? Ein wunderbarer Roboter. Ach. Naja, aber sonst kann der nichts. Was soll der mehr können? Naja, sich bewegen, zupacken. Das ist unser Modell Robi mit einer Fülle interessanter Spielmöglichkeiten. Ja. Tja. Viel kann er ja nicht. Aber vielleicht kann ich ihn anlernen. Wissen Sie, ich brauche ihn für den Haushalt und der Garten muss auch umgegraben werden. Selbstverständlich. Sie brauchen ihn für den Haushalt. Ja. Und der Garten muss auch umgegraben werden. Ja gut, ich nehme ihn. Aber er ist ein bisschen klein. Und haben Sie nicht eine Nummer größer? In groß haben wir ihn nicht. Ach. Schade. Ich sehe schon, ich muss mich mal wieder selber an die Arbeit machen. Post ist da. Ein Paket für unseren Erfinder. Ja, danke. Das muss die Fernsteuerung sein. Was ist denn hier los? Ja, das ist sie. Na, endlich. Sieht ja aus wie bei Frankensteins hinterm Sofa. Darf man fragen, was das werden soll? Ein Roboter. Was denn? Sie meinen, ein richtiger Roboter, der die Arbeit für Sie macht? Der die Arbeit für mich macht, ja. Wenn es weiter nichts ist, ein Roboter. Nicht schlecht für einen Briefträger. Ne? Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie so zahlreich meiner Einladung gefolgt sind, um Zeuge zu werden einer einmaligen Vorführung. Der Traum vom künstlichen Menschen ist so alt wie die Menschheit selbst.
schon... Peter, beeil dich mal ein bisschen. Ich muss noch Tapeten kaufen. Ich komme dann also zum Schluss. Lassen Sie mich Ihnen zurufen, der Traum vom künstlichen Menschen ist ausgeträumt. Denn er ist Wirklichkeit geworden. Was kann er denn? Moment. Er ist nämlich ferngesteuert. Das ist alles, was er kann? Nein, natürlich nicht. Schauen Sie mal hin. Irgendwas stinkt hier. Riechen Sie das auch? Riecht irgendwie verbrannt. Um Himmels Willen! Aus der Traum, hab ich ja gleich gesagt. Großer Quatsch alles. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber was? Peter, lass den alten Schrottkerl. Hat ja doch keinen Zweck. Hilf mir lieber beim Tapezieren. Überleg's dir mal. Ich hole inzwischen die Tapeten. Ein Roboterfachmann müsste man befragen. Ja. Ja, das ist hier eine Autofabrik. Sogar eine ganz moderne. Naja, dann werden die doch auf jeden Fall auch Roboter hier haben. Ja, nur, wo sind sie? Wo sind die Roboter? Huch, Menschen sind nirgends zu sehen, aber auch keine Roboter, nur Autos. Na, nu, das sind nur diese halben Autos. Wo wollen die überhaupt hin? Ja. Moment mal, die verfolgen mich ja. Das ist so ein Ding. Hilfe! Was machen Sie hier? Ich suche Roboter. Roboter? Sie wissen doch, diese hier, nicht? Davon wissen Sie doch, welche hier haben, aber ich sehe keine. Wir haben viele Roboter, aber nicht solche, wie Sie suchen. Jawohl. Hier zum Beispiel ist ein Roboter. Was? Dieses orangene Ding da? Naja, ist ja ganz geschickt. Setzt Autos zusammen. Aber... Nee, der hat ja keinen Kopf, der hat keine Arme und keine Beine. Das ist doch kein Roboter. Ja, der braucht ja auch keine Arme und keine Beine. Für die Arbeit braucht er keinen. Der steht immer hier an der Stelle? Der steht immer an der Stelle. Und macht immer nur diese Bewegung? Er macht nur die Bewegung. Tatsache. Der kann gar nichts anderes. Aber immerhin... Das wäre eine harte Arbeit für mindestens 4 Männer. Hat er womöglich Kollegen, die noch andere Arbeiten machen können? Selbstverständlich. Drüben in der Schweißerei. Fleißig. Und ich weiß, das ist eine verdammt schwere Arbeit. Guck mal, wie gelenkig die sind. Sagen Sie, Meister, woher wissen Ihre Roboter eigentlich, was sie tun müssen? Sind die irgendwie ferngesteuert oder so? Nein, die machen das alleine. Die werden angelernt auf der Roboterschule. Der will mich wohl verkohlen. Roboter gehen doch nicht zur Schule. Die arbeiten.
So wie hier. Na trotzdem, ich kann ja mal hingehen. Hier soll sie sein, die Schule. Ach, sagen Sie, sind Sie der Lehrer von den Robotern? Ja, sozusagen, ja. Aha. Ach, also doch, ferngesteuert, hä? Nein, indirekt. Ich bewege ihn damit nur zu den Stellen, die er nachher bearbeiten soll. Ach so. Sie sagen ihm damit, wo er hier auf diesem Blech entlang wandern muss. Genau. Und wo er später schweißen muss, ja? Ja, richtig. So von Punkt zu Punkt. Sehr interessant. Ja. Aber wie merkt er sich denn das nun? Ja, dafür hat er sein Gedächtnis, einen Speicher. Und der befindet sich in dem blauen Schrank dort. Ah. Das hier ist seine Steuerungseinheit. Ach. Dann ist das also sozusagen sein Gehirn? Jawohl, das ist sein Gehirn. Und wenn er sich nun da drin alles gemerkt hat, dann ist er also ein perfekter Autoschweißer. Ja. Aha. Aber was ist, wenn Sie keinen Autoschweißer mehr brauchen? Dann müssen Sie den Roboter wegschmeißen. Nein, nein. Wie? Dann bekommt er ein anderes Werkzeug, wird neu angelernt für die neue Aufgabe. Von mir aus Kisten stapeln. Ah, so. Und dann macht er diese Aufgabe. Also dann können Sie ihm einfach was Neues beibringen. Ja. Sehr praktisch, so ein Roboter, aber auch sehr kompliziert. Und eigentlich auch ein bisschen dumm. Tja, uns Menschen werdet ihr nie ersetzen. Nee, weil sie explodieren. Wumm, ping. Klaus-Dieter, du gehst mir langsam auf die Nerven. Wenn du so weitermachst, schalte ich dich ab, wie ein Roboter. Ich weiß nicht, warum die alle so schadenfroh sind. Tante Elli, der Briefträger und Klaus-Dieter. Wäre doch so schön gewesen. Nie wieder Hausarbeit, nie wieder Gartenumgaben. Aber Moment mal, da habe ich eine Idee. Ja, vielleicht wird's doch noch was mit dem Roboter. Ja, dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Nee, nee, ihr bleibt draußen. Das soll eine Überraschung werden. Ja, ihr könnt euch ja inzwischen eine Geschichte ansehen. Am liebsten schmökert Robby morgens im Bett noch ein bisschen in seinen Weltraum-Comics. Aber meistens, wenn es gerade spannend wird, kommt die Mutter ins Zimmer. Wie sieht's denn hier wieder aus, ruft sie. Zieh dich an und räum dein Zimmer auf. Hast du mich verstanden? Ich bin auch nicht taub, motzt Robby. Aber rotzfrech bist du, schimpft die Mutter. Robby pfeffert die Comics unter das Bett und seine Bauklötze in die Kiste. Er macht den Kleiderschrank auf und alle Kleider fallen raus. Einen Roboter müsste man haben, denkt er. Der könnte aufräumen, die Kleider weghängen, alles, was die Erwachsenen wollen. Als er zum Kindergarten geht, sitzt auf einer Parkbank ein kleiner Roboter. So einen wie dich kann ich gut gebrauchen, sagt Robby. Im Kindergarten mögen alle den kleinen Roboter. Der mogelt nämlich nicht beim Schwarzer Peter spielen. Und am Ende räumt er ganz alleine auf. Die Kindergärtnerin sagt, nimm dir mal ein Beispiel an deinem Freund, Robby. Und Robbys Freundin Katrin sagt, so einen netten Freund möchte ich auch haben. Du hast doch mich, sagt Robby. Puh, sagt Katrin, ein schöner Freund, der mich immer am Zopf zieht. Zu Hause räumt der kleine Roboter erst einmal Robbys Zimmer auf. Picobello. Dann bringt er den Abfall in die Mülltonne und schaukelt auch noch Robbys kleine Schwester in den Schlaf. Kurz, der kleine Roboter ist ein richtiger Musterroboter. Deshalb hat die Mutter nichts dagegen, dass er über Nacht bei ihnen bleibt. Gute Nacht, sagt sie, als Robby und der Roboter nebeneinander im Bett liegen. Und schlaft sofort. Gute Nacht, sagen die beiden. Und weil der kleine Roboter folgsam ist, ist er sofort eingeschlafen. Aber Robby ist überhaupt nicht müde. Er macht die Taschenlampe an und schmökert die ganze Nacht über in seinen Comicheften. Am nächsten Morgen hat Robby Fieber und muss im Bett bleiben. Deshalb sitzt der kleine Roboter auf Robbys Platz am Frühstückstisch und geht für Robby in den Kindergarten. Und obwohl Robby ziemlich lange krank ist, hat ihn niemand vermisst. Denn der kleine Roboter ist ja so nett. Aber einmal, als der kleine Roboter gerade Robbys Bauklötze eingeräumt hat, hat ihn die Mutter gefragt, sag mal, kannst du auch mal richtig Unordnung machen? Nein, hat der kleine Roboter gesagt, nur wenn ich soll. Soll ich denn? Da hat Robbys Mutter nachdenklich den Kopf geschüttelt
Und die Kindergärtnerin hat den kleinen Roboter gefragt, kannst du mir nicht mal eine freche Antwort geben? Da hat der kleine Roboter den Kopf geschüttelt. Und zu allem Überfluss ist auch noch Katrin gekommen. Was bist du nur für ein Musterknabe, hat sie gesagt. Kannst du mich nicht mal am Zopf ziehen? Kann ich schon, hat der kleine Roboter geantwortet. Na, dann mach's doch, hat Katrin gesagt. Und der kleine Roboter ist folgsam und zieht sie am Zopf. Aber Katrin schreit, hör auf, und fängt an zu weinen. An diesem Nachmittag ist der kleine Roboter nicht nach Hause gekommen. Überhaupt hat ihn keiner mehr gesehen. Und natürlich sieht es am nächsten Morgen in Robbys Zimmer aus, wie es früher ausgesehen hat. Was für ein schreckliches Durcheinander, ruft die Mutter. Du bist wohl wieder gesund. Richtig, Robby ist wieder gesund. Die Kinder im Kindergarten freuen sich, dass er wieder da ist. Robby kann nämlich so schön Quatsch machen. Peter? Peter? Ich höre, dass du da bist. Hoppla, hoppla, hoppla. Wer ist da hinter Ihnen her? Nanu, eben war er doch noch da. Wer war da? Ich bin ein starker Typ und drum bin ich aus Aluminium. Ich wackle nicht, ich roste nicht, bin garantiert auch wasserdicht. Und niemals gehe ich kaputt, denn ich bin nicht aus Fleisch und Blut. Ich werd nie krank, ich schwitze selten und ich kann mich nicht erkälten. Auch bei minus 20 Grad bin ich ein voller Apparat. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ich kann schaufeln, ich kann graben, schneller als du. Ich kann laufen, ich kann springen. Dabei quietscht es, ja, das weiß ich, denn ich bin nur eine Maschine. Doof, aber fleißig. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ich brauche mich nie auszuruhen und kann doch vieles für dich tun. Nur das Weinen und das Lachen, das musst du schon selber machen. Denn mein Kopf ist elektronisch und Gefühle find ich komisch. Ich denke nur mit Chipverstärkern, deshalb kann ich mich nicht ärgern. Ich hab kein Herz, nur eine Nummer und habe niemals Liebeskummer. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ich kann putzen, ich kann waschen, schneller als du. Ich kann laufen, ich kann springen. Dabei quietscht es, ja, das weiß ich. Denn ich bin nur eine Maschine. Doof, aber fleißig. Ich bin ein Roboter. Ja, lustig ist ein heller Kopf. Naja, habe ich ja immer gesagt. Haben Sie gar nicht gesagt. Habe ich doch gesagt. Ach, hör Sie doch auf. Na, was sagt ihr jetzt? Peter, ich habe dir Unrecht getan. Dein Roboter funktioniert wirklich fabelhaft. Alle Achtung, Herr Lustig. Großartige Erfinderleistung. Ja, Wiedersehen, ich muss weiter. Bin ja im Dienst. Wo ist er denn, dein Roboter? Ja, der ruht sich aus. Weißt du, die Arbeit war für ihn auch sehr anstrengend. Ja. Könntest du mir eigentlich ein bisschen helfen? Oder musst du erst deinen Roboter rufen? Oh, das war die Idee. Wenn du mir nicht beim Tapezieren hilfst, dann kannst du mir doch deinen Roboter ausleihen. Na, das ist vollkommen unmöglich. Eine so hochkomplizierte Maschine, die kann man doch nicht verleihen. Nicht? Und außerdem weiß der Roboter gar nicht, wie man tapeziert. Aufs Tapezieren ist er nicht programmiert. Dann musst du ihn eben programmieren. Weißt du, deine ewigen Ausreden bin ich aber auch langsam leid. Na gut, dann schicke ich ihn vorbei.
Kommst du nicht mit? Nee, ich habe Wichtigeres zu tun. Ja, bitte? Hab ihn unter Biest getroffen. Was will er denn von Ihnen? Mir beim Tapezieren helfen, denke ich. Aber kommen Sie doch herein, Herr Roboter. Mir war doch so, als hätte ich... Der Elli, du steh doch nicht so rum. Helf mir doch mal raus hier. Peter? Die Sache ist faul, oberfaul. Ja, hab ich gleich gesagt. Haben Sie gar nicht gesagt. Hab ich doch gesagt. Peter, steckst du da drin? Ja, was guckt ihr denn so? Habt ihr noch den Menschen gesehen? Was hast du dir dabei gedacht, uns so an der Nase rumzuführen? Wollte mal sehen, wie man sich so fühlt, nicht? Als Roboter. Na, und wie fühlt man sich? Ziemlich zerbeult. Trotzdem nett, dass du mir beim Tapezieren helfen willst. Also, raus aus dem Blechkittel und ran an die Arbeit. Sag mal, kannst du überhaupt tapezieren? Ja, natürlich kann ich das. Für mich ist das eine ganz einfache Sache. Nur nicht für so einen Roboter. Für den ist das furchtbar kompliziert. Ja. Ihr seid ja immer noch da. Ihr solltet doch schon am Anfang der Sendung abschalten, ne? Na, aber nun, ihr seht ja, ich habe mal wieder überhaupt keine Zeit. Also, abschalten, hm?